Eine der schönsten Sachen am Herbst ist, dass man so vieles ernten kann. Wie hier die Karotten. Oh, die hat einer schon unten angenagt. Wahrscheinlich eine Wühlmaus. Den Kohlrabi. Oder auch ganz viele Tomaten. Wir haben dieses Jahr so viele Tomaten gehabt. Das Gute ist, geschenkte, selbst angebaute Nahrungsmittel kommen immer gut an. Die werden sich freuen. Auch naschen kann man zwischendrin mal ganz gut. Aber Herbst heißt auch Arbeit, von daher muss vieles zurückgeschnitten werden. Und gleichzeitig ist noch genügend Zeit zum Basteln. Wir haben dieses Jahr so viele kleine Molche gehabt und Eidechsen. Von daher haben wir uns überlegt, dass wir diesen Winter eine Überwinterungsmöglichkeit für die bauen. Also eine ganz kleine Reptilienburg mit Sand, Stein. Und was liegt dafür näher, als den Platz direkt neben dem Teich zu nutzen? So stand das nächste Projekt auch gleich fest. Und meine Frau und ich konnten uns direkt dem widmen.
finde, die Reptilienburg ist sehr schön geworden und ich hoffe, dass ein paar der Reptilien oder Molche da drin überwintern. Das wäre so schön. Ob das Ganze geklappt hat, werden wir dann nächstes Jahr sehen, wenn sich wieder welche in unserem Teich ansiedeln. Wir mussten ja nicht nur die Hasel fällen, sondern auch die Eiche. Hierbei haben wir uns überlegt, dass es doch ganz schön wäre, wenn diese Eiche, die den Vögeln, genauer gesagt dem Specht, immer als Unterkunft dient, hinterher nach wie vor noch einigen Vögeln dienen könnte. Und da haben wir uns überlegt, wir werden einen Teil des Stamms lassen und ein Vogelhäuschen drauf bauen. Das Fällen ging übrigens so schnell, damit habe ich nicht gerechnet. Nach knapp einer halben Stunde war die Eiche auch schon gefällt. Aber seht selbst. Das Häuschen sieht ganz gut aus,
Auch wenn es schade ist, dass die Eiche nun weg ist, bin ich ja meinen guten Kompromiss gefunden. Bis bald.